Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir, auch für das Bemühen bei der Redezeit. Für eine zweite Runde hat sich der Abgeordnete Dr. Naas zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Al-Wazir, dafür, dass Sie erst Ruhe angemahnt haben und sich selbst verordnet haben, sind Sie am Ende aber ganz schön aufbrausend gewesen. Es ging ja in Richtung Drohung. Aber lassen wir das mal weg. Was Sie für Schwierigkeiten mit dem Bundesverkehrsminister haben, das kann ich nicht klären, die FDP nicht klären und hier die Opposition in diesem Hause nicht klären. Das müssen Sie schon selber klären. Insofern sind wir da auch nicht die richtigen Ansprechpartner. Und natürlich haben Sie mit Werf und Überzeugung hier ein Aktenvermerk Ihres Abteilungsleiters vorgetragen. Vielleicht gibt es da noch andere Vermerke. Wie klären Sie das mit Herrn Wissing in aller Ruhe? Und ich wünsche dem Land Hessen, dass es so ist, dass wir wenigstens vielleicht die 23 Projekte bekommen. Schlimm wäre es, wenn wir gar keins bekämen. Denn das wäre dann in der Tat Ihre Verantwortung von der Koalition. So sieht es aus. Lassen Sie mich doch noch einmal wiederholen. Eine Prognose des Verkehrsministeriums sagt 68% mehr Luftverkehr, 36% mehr Radverkehr. Die Zahlen sind noch nicht genannt worden. 52% mehr Schiene, hört sich gut an, gell? Aber eben auch 46% mehr Güterverkehr, und zwar auf der Straße und nirgendwo sonst. Und deswegen gehört zum Ausbau der Infrastruktur in diesem Land auch der Ausbau der Straßeninfrastruktur. So, und jetzt wären wir beim Thema. Da gibt es eine Liste des vordringlichen Bedarfs. Auf die haben sich die Koalitionsparteien geeinigt. Haben Sie zitiert. War ja ein Kompromiss. Und dann sollte noch einmal die Runde über die Länder gedreht werden. So. Und ich hätte erwartet, dass zumindest die Union sich an dieser Stelle einmal durchsetzt und selbstverständlich alle fachlich in diesen vordringlichen Plan gekommenen Projekte auch umgesetzt werden. Ich verstehe das Argument des Kollegen Kasseckert ehrlich gesagt nicht. Er hat nämlich eben gesagt, man hätte das doch auch mit einem Maßnahmengesetz machen können. Ja, hätten wir darüber reden können. War halt ein Kompromiss der Koalition. Aber ich sage mal, das überragende öffentliche Interesse durch eine Verordnung festzustellen, ist immer noch mehr als 16 Jahre Verkehrsminister der CDU im Bund. Und deswegen kann man das nicht anerkennen, dass jetzt gesagt wird, ja, es ist ja nur das überragende öffentliche Interesse. Es hätte ja auch sonst was sein können, wenn man so lange selbst dieses Amt geführt hat. Und dann sind wir mal bei der Begründung. Herr Al-Wazir, Sie haben es ja ganz geschickt gemacht. Sie haben lange darüber gesprochen, wie wichtig die anderen Projekte sind. Dann haben Sie ausführlich darüber gesprochen, was für eine Wahnsinnsabwägung Sie bei Ihrer Einschränkung bei den drei Projekten gemacht haben. Und dann haben Sie so ein bisschen Nebelkerzen geworfen bei den Projekten, die Sie abgelehnt haben. Nirgendwo und auch heute nicht bei keinem Redner habe ich eine wirkliche Begründung gehört, warum es diese 7 Projekte nicht geben soll, warum die nicht vordringlich sind. Und deswegen bleiben wir dabei. Wir werden das auch sicherlich noch einmal im Wahlkampf thematisieren, insbesondere an die Adresse der Union. Wie steht sie zum Straßenbau in Hessen? Ich bin im Gegensatz zu Ihnen, Herr Al-Wazir, sehr beruhigt an dieser Stelle. Ich glaube, wir haben die besseren Argumente auf unserer Seite. Und am 8. Oktober werden die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Dr. Naas. Für den Antrag mit der Drucksache 20-1070 ist namentliche Abstimmung beantragt. Das machen wir gleich. Den weiteren Antrag der Freien Demokraten mit der Drucksache 20-1128 soll in den BVA überwiesen werden. Da diskutieren wir den dann weiter. Gut, wir beginnen mit der namentlichen Abstimmung. Die Kollegin Heitland fängt an. Ulrike Alex. Tarek Al-Wazir. Nein. Katrin Anders. Nein. Lena Arnold. Nein. Sabine Bächle-Scholz. Nein. Dirk Bamberger.
Jürgen Banzer. Nein. Dr. Ralf Norbert Bartelt. Nein. Elke Barth. Nein. Alexander Bauer. Nein. Holger Bellino. Nein. Peter Beuth. Markus Bocklet. Nein. Michael Boddenberg. Nein. Christiane Böhm. Nein, auf Karl-Hermann Bolldorf ist entschuldigt. Silvia Brünnel. Nein. Dr. Matthias Büger. Ja. Thailan Burcu. Ines Klaus. Nein. Miriam Dahlke. Nein. Christoph Degen. Lisa Deißler. Frank Diefenbach, Angela Dorn, Tobias Eckert, Nina Eisenhardt, Arno Enners, Dr. Horst Falk, Martina Feldmeier, Thorsten Felstehausen, Carina Fissmann, Marvin Flatten, Hildegard Förster-Heldmann, Jürgen Frömmrich, Nein. Sandra Funken, Nein. Klaus Gagel, ja. Dirk Garf, ja. Kerstin Geis, Nein. Axel Gerntke, Nein. Nadine Gersberg, Enthaltung. Lisa Gnadl, Enthaltung. Eva Goldbach, Dr. Frank Grobe, ja. Vanessa Kronemann, Nein. Stefan Grüger, Enthaltung. Gernot Krumbach, Enthaltung. Stefan Grüttner ist entschuldigt, Dr. Jörg-Uwe Hahn, Jawohl. Tanja Hartdegen, Nein. Karin Hartmann, Erich Heidkamp, Nina Heidt-Sommer, Petra Heimer, Nein. Christian Heinz, Nein. Birgit Heitland, Nein. Thomas Hering, Nein. Klaus Hermann, ja. Priska Hinz, Nein. Heike Hofmann, Markus Hofmann, Nein. Andreas Hofmeister, Nein. Rüdiger Holtschuh, Enthaltung. Hartmut Honka, Knut John, Bijan Kaffenberger, Rolf Kahnt ist entschuldigt, Esther Kalveram, Heiko Kasseckert, Frank-Peter Kaufmann, Kaja Kinkel, Kai Klose ist entschuldigt, Wiebke Knell, Eva Kühne-Hörmann, Elisabeth Kula, das war nein. Gerald Kummer, Robert Lambrou, ja. Thorsten Leveringhaus, Nein. Andreas Lischert, ja. Angelika Löber, Nein. Frank Lorz, Nein. Professor Alexander Lorz, Nein. Felix Martin, Nein. Daniel May, Nein. Hans-Jürgen Müller, Jörg Michael Müller, Nein. Karin Müller, Nein. Regine Müller, Sebastian Müller, Nein. Petra Müller-Klepper, Dr. Stefan Naas, ja. Claudia Papst-Dippel, ja. Manfred Penz, ja. Jan Wilhelm Pohlmann, Nein. Moritz Promny, ja. Janki Pürsün, ja. Lucia Puttrich, Dr. Dr. Rainer Rahn, ist nicht da, Claudia Ravensburg, Nein. Michael Reul, Nein. Boris Rhein, Nein. Volker Richter, ja. René Rock, ja. Günter Rudolph, Hallo. Michael Ruhl, Nein. Max Schad, Nein. Thomas Schäfer. Jan Schalauske, Nein. Marion Schad-Sauer, ja.
Lukas Schauder, Gerhard Schenk, Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, Katrin Schleenbecker, Miriam Schmidt, Florian Schneider, Heiko Scholz, Dimitri Schulz, Uwe Serke, Dr. Daniela Sommer, Sadet Sönmez, Gisela Stang, Frank Steinraths, Oliver Stierböck, Oliver Ulott, Tobias Utter, Bernd-Erich Vohl, Matthias Wagner, Astrid Wallmann, Alexandra Walter, Kati Walter, Sabine Waschke, Marius Weiß, Christian Wendel, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeyer, Walter Wissenbach, Turgut Yüksel. Frage nochmal, haben alle abgestimmt, die abstimmen wollten? Das scheint der Fall zu sein. Dann bitte ich die Schriftführerin auszuzählen.
Wir haben ein Ergebnis. Wir haben 25 Ja-Stimmen, 76 Nein-Stimmen und 29 Enthaltungen. Damit ist der Antrag mit der Drucksache Nummer 20-1107 der Freien Demokraten abgelehnt. Wenn jetzt ein bisschen Ruhe wieder einkehrt, würden wir auch zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Das ist der Tagesordnungspunkt 53, der Antrag der Fraktion Die Linke. Das ist auch der Setzpunkt der Linken. Bisschen mehr Ruhe. Hinter der Wand, ich wiederhole mich gerne noch mal, bitte die Gespräche draußen führen und auch nicht hinter der Wand. Das stört.